Name ist Cecile Busche und ich arbeite im Büro des Vorstands der Bundeskanzler Helmut Schmidt Stiftung. Heute stehe ich vor einem Fahndungsplakat. Es gehört zum Themenbereich Deutscher Herbst. Mit 1 Million D-Mark wurden Hinweise belohnt, die zur Festnahme von bewaffneten Terroristen führten. In den Jahren 1974 bis 1982 terrorisierte die Rote Armee-Fraktion Deutschland. Und für Helmut Schmidt war es eine der größten Herausforderungen seiner Amtszeit. Wenn Sie denken, Terrorismus und Lieblingsobjekt passen nicht zusammen, dann haben Sie vollkommen recht. Denn Terrorismus ist schrecklich. Ich habe das Plakat aus einem ganz anderen Grund ausgewählt. Wenn Sie genauer hinschauen, zählen Sie 20 Köpfe. 12 davon gehören Frauen. Das ist sowas wie eine absolute Mehrheit. Und das hat mich auch bei meinem ersten Besuch stutzig gemacht und Fragen aufgeworfen. Warum gab es so viele Terroristinnen? Und warum sieht man auf den Fotos der Ausstellung so wenig Frauen? Auf Wahlplakaten oder im Bundestag? Zu Hause habe ich dann recherchiert und mich mit Menschen unterhalten, die damals in den 70ern erwachsen waren. Sichtbar waren Frauen mit politischem Gestaltungswillen hauptsächlich in Protestbewegungen. Das Deutschland der 70er war eine Männergesellschaft. Sie bekleideten die Spitzenpositionen in Wirtschaft und Politik. Und dass sie auch die absolute Mehrheit im Bundestag hatten, zeigt ein anderes Foto. Helmut Schmidt bei einer Regierungserklärung im Jahr 1975. Auf der Regierungsbank sieht man nur eine Frau. Katharina Focke war damals Ministerin. Die einzige Ministerin im ersten Kabinett von Helmut Schmidt. Wollen Sie jetzt wissen, in welchem Ministerium? Es war nicht das Auswärtige Amt und es war auch nicht das Bundesinnenministerium. Diese Ämter wurden noch nie von Frauen geführt. Katharina Focke war Ministerin für Jugend, Familie und Gesundheit. Meine Kindheitserinnerungen aus diesen Jahren kreisen um private Erlebnisse. Die Ausstellung Demokratie leben bietet mir einen Einblick in die Zeitgeschichte und ist zugleich ein Sprungbrett in Themen, die mich persönlich interessieren.